Okay, dann noch einmal Final Fight heute und ja, wie schon angekündigt, einen Schwierigkeitsgrad haben wir noch übrig. Super hart ist dann der schwerste. Und also von den Gegnern, die von der Gesamtzahl sozusagen im Spiel auftreten, ist es tatsächlich nochmal dasselbe wie Very Hard. Allerdings wird jetzt nochmal die Anzahl der Gegner, die gleichzeitig erscheinen, um einen erhöht. Das heißt, vorher waren es ja maximal fünf, wenn keine Behälter, sage ich mal, rumstanden und jetzt geht man da halt auf sechs hoch. Und da kommt man schon ziemlich nah an das Maximum ran, was man, ich sag mal, in der Arcade-Version hat. Weil hier ja noch der Unterschied ist, dass es ja halt diese Gruppen immer komplett sozusagen auf diese Zahl erstmal aufgefüllt werden und nicht wie bei der Arcade-Version, wo dann alle 3 Schritte ein neuer Gegner kommt, so ungefähr, wo man das ein bisschen slow playen kann. Das hat man hier ja dann nicht, aber na gut, werden wir auf jeden Fall mal sehen. Einen Charakter haben wir jetzt. Also, wir haben auch noch den normalen Guy, denke ich, noch nicht gespielt. Genau, aber wir werden heute mal mit Zero Cody spielen hier. Der aus meiner Sicht wirklich dann der stärkste Charakter hier mit ist. Also, man müsste eigentlich auch diese erhöhte Lebensenergie haben wie Zero Guy. Nicht, ich denke nicht ganz so viel. Doch sehr ähnlich. Unterschied ist aber, dass er anders als der normale Cody eben noch wesentlich mehr Schaden macht. Also ein normaler Schlag von ihm macht eigentlich, kann man sagen, fast schon so ungefähr so viel wie ein normaler Schlag von Hacker und er hat ja eine Vierer-Kombo und nicht nur eine Dreier. Und ist halt auch schneller am Angreifen, also. Also, das haut schon verdammt nochmal rein hier. War erstmal ziemlich perfekt hier. Erster Abschnitt. Ich habe auch mal die Leben wieder auf die Standardzahl hier 5 extra Leben zurückgestellt. Ja, allein wie viel ein Wurf von ihm hier abzieht. Bisschen Schaden genommen, aber jetzt kriegen wir gleich ein Chicken wieder, wenn wir herauskommen. Erstmal EX-Troy mashen. Also nicht gleich angegriffen. Und jetzt sieht man halt mal die doch etwas größere Anzahl an Gegnern, die da einfach so daher geflogen kommt. Die er aber halt wirklich sehr schnell niedermäht. Und wie man sieht hier, die Lebensenergie, denke ich mal, von den Gegnern ist auch tatsächlich auch noch ein bisschen höher hier, von den Bossen. Also nach der vollen Triple Wurf hier immer noch auf weißer Lebensenergie war, denke ich komisch. Also heißt komisch, hat halt noch ein bisschen mehr. Ja, das war ein guter Trade. Die bessere Position, die wir jetzt hier haben. Okay. Das war hier übrigens, denke ich, auch das erste Mal, dass ich Zero Cody überhaupt gesehen habe, weil zu der Zeit hatte ich Alpha 3 auch noch nicht gespielt gehabt, sondern halt nur den zweiten Teil.
War ich doch etwas überrascht, weil er jetzt hier in diesem Outfit sich sozusagen präsentiert. Von der Story her klingt es aus meiner Sicht auch trotzdem ein bisschen albern, aber na gut. Also für diejenigen, die dann die anderen Teile nicht kennen, im Final Fight 2 und 3 ist er ja nicht mit dabei. Okay, haben wir doch unser erstes Leben verloren hier. Also im zweiten Teil ist er, denke ich, einfach unterwegs. Guy ist auch ein... Ich denke, Guy wurde sogar gefangen genommen, kann das sein? Dafür war dann seine in Anführungszeichen, Freundin Maki dabei. Ja, die Rumnahrung. Dazu Cody selbst halt, also... Das ist ja wirklich, denke ich, ziemlich albern. Nachdem er ja hier diese Mad Gear Gang sozusagen zusammengehauen hat, konnte er am Ende einfach nicht aufhören, weiter zu kämpfen und ist dann irgendwann im Gefängnis gelandet. Das ist eigentlich wirklich ziemlich albern, aber ja. Und ja, das ist natürlich dann die Story, dass er bei Alpha 3 aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und dann ja, ist er jetzt halt als normaler Kämpfer hier wieder bei später Street Fighter dabei gewesen. Und ja, bei Final Fight 1 ist es halt so, dass man halt die alte Geschichte mit den Zero-Charakteren halt nochmal so ein bisschen durchlebt und da gibt es dann halt auch immer wieder diese Kommentare bei diesen Bosskämpfen, hey, dich kenne ich doch irgendwoher und so weiter und so fort und bla bla bla. Das haben wir jetzt ja halt ein bisschen, sagen wir mal, ausgeblendet, weil wir natürlich jetzt die japanische Version spielen. Etwas längere Kombo mal gemacht. Okay, erstmal ein kleiner Disconnect hier. Springt nicht nochmal. So, kriegen wir gleich nochmal einen Chicken hier. Na gut. Das ist sicherlich auch, ja, also ich denke, bei der Charakter werde ich da, haben wir schon so ein bisschen was überlegt, was man da vielleicht mal so als Challenge Run oder sowas machen könnte, vielleicht wirklich mal mit diesen 0 extra Leben anzufangen. Also mit X-Tens zwar noch nach wie vor, klar. Sonst ist mir ein bisschen zu verrückt, aber. Naja. Wenn da aber viel rum. Oh. Also sobald er ihn einmal umgeworfen hat, holt er sich halt seine Schwerter wieder. Die kann man auch aufheben, aber bringt nicht wirklich viel.
Und wie man jetzt gerade gesehen hat, wenn man ihn mit normalen Angriffen angreift, hat er übelst viel Verteidigung. Also das macht nicht wirklich viel Sinn. Also in dem Fall hat es jetzt natürlich ausgereicht, aber das ist natürlich auch relativ gefährlich, weil er schnell zuschlagen kann. Hey, 60.000. Ich denke, man kann es wahrscheinlich sogar noch schneller schaffen mit ihm. Okay, diese erste Gruppe hier natürlich immer schon ein bisschen schwierig. Ganz gut. Na, ah, schön noch meinen Sprungkick machen. Na gut. Unverwundbarkeit, da setzt uns jetzt natürlich nichts mehr. Nichts zum Heilen, schade. Also hier ist halt wirklich bloß das Timing wichtig. Und halt, wie schon gesagt, zu bedenken, dass die halt anders als die normalen Gegner nach dem Aufstehen kurz unverwundbar sind. Und daher sollte man sich da nicht zu nah an die ranstellen, wenn die in der Ecke liegen. Könnten versuchen. Ja, versuchen. Gut. Ging sich aus. Dann haut den mal bitte weghauen. Und ja, das ist halt wirklich auch immer so meine Philosophie. Bevor man getroffen wird, dann lieber den EX-Scheu einsetzen. Natürlich ist es am allerbesten, wenn die Gegner besiegt, ohne überhaupt Lebensenergie einzusetzen, aber wenn man sowieso getroffen werden würde, dann macht es meistens mehr Sinn, den EX-Scheu einzusetzen. Ja, damit natürlich die Situation wieder resettet. Und am Ende des Tages ist die Lebensenergie natürlich auch nur eine Ressource.
also es bringt einen in dem Sinne auch nichts, wenn man am Ende des Levels mehr als eine HP übrig hat oder 0 genau genommen sogar. Okay, Junge, das war's für dich. So. Okay. Das ist jetzt natürlich wirklich ungünstig. Richtig bin? Ja, okay, also hier ist halt die Höhe echt wichtig. Und das ist eine der ganz wenigen Stellen im Spiel, wo hier jetzt wirklich mal nacheinander ein paar einzelne Gegner nur kommen. So, ah, jetzt wieder Gruppenmodus. Ja, ich würde es bevorzugen, wenn du auf der Seite bleibst. Okay, sieht doch gut aus. Und natürlich, was man bei der Version des Spiels später noch anlocken kann, halt dieser Rapid Punch, dass man dann halt einfach gedrückt halten kann, die ganze Zeit zuschlägt. Ich glaube, wir das dann auch mit einsetzen, aber es dann als Cheaten gilt. Das ist schon nicht ganz unpraktisch. Okay, das ging sich doch mal sehr gut aus hier. Und zwei Leben dazu gewonnen. Also wenn man so ungefähr in der Mitte der Map steht, können einem diese Granaten halt nichts anhaben. Die landen, denke ich, immer an derselben Stelle, wenn er hier noch so hoch am Hochklettern ist. So, dreimal Elgardo. Natürlich unser Freund Rolando mit der höchsten Grab-Range aller Zeiten. Ja, sieht ja schon mal ganz gut aus.
Okay, ich denke, jetzt sollten wir bloß noch Bomben schmeißen. Das war's wohl. Okay, zurück zur Bay Area. Von daher lieber X-Tray einsetzen als getroffen werden. Also sobald man halt eben diesen ersten Treffer abbekommt, macht es meistens wirklich nicht besonders viel Sinn, versuchen da engstirnig zu sein und dagegen zu schlagen, sondern dann lieber gleich. Weil das Zeitfenster ist dann meistens zu gering. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen da wirklich in dieser Hits dann drin halten und halt ihre Combo machen, ist halt einfach zu hoch. Vor allen Dingen, wenn es da mehr als ein Gegner ist, der angreift. Was ja bei der Anzahl Gegner, die wir jetzt hier in dem Schwierigkeitsgrad haben, ja nicht ungewöhnlich wäre. Ganz so zeitig. Hey, da kam ja noch einer. Gute Position mit ihm hier hinten an der Wand dran. Haben wir noch irgendwas? Ein Schwert. Okay. Sehr schön. Ganz wichtig hier natürlich erstmal ein paar von den normalen Gegnern besiegen, bevor die ganzen Weiber kommen. Dann der Moment, wenn man die Unverwundbarkeit rausholt. Perfekt. Aber wie es bis jetzt aussieht, denke ich mal, könnte ich es mir durchaus mit einem Leben hier zutrauen. Und vor allen Dingen hier eben diese Slashes hier, die machen halt so viel Schaden, wenn die eintreffen. Da macht es wirklich keinen Sinn, sich da treffen zu lassen. Aber klar, hin und wieder passiert es halt einfach, aber... Na gut. Man kann natürlich versuchen, sich hier mit mehreren dann anzulegen, aber
denke, ich bleibe aber einfach mal bei einem von diesen Feuerwerfern. Auf einer Seite, dann läuft's. Okay, jetzt kommt natürlich trotzdem noch die härteste Gruppe im Spiel. Muss man fast vermuten. Aus. Wenig riskant hier, aber ja. Dass ich hier jetzt Unverwundbarkeit habe, hätte man natürlich schnell nochmal vorrushen können. Na ne. Hier gibt es auch nochmal Chicken und nur drei Gegner. Okay. Hätte ich jetzt natürlich nicht erwartet, dass wir nicht den kompletten Wurf hinkriegen. Aber er hat halt echt schon viel HP hier. Und die Wurfreichweite natürlich wieder. Ah, wohl. Wir haben ihn schon hier angefangen runterzuhauen. Alles nur wegen diesem Tupi hier in der Ende. Also wenn man da von der Höhe her in einer anderen Position ist, kommt man relativ leicht da, kann man da relativ leicht rausschlagen. Schon, ob ich es jetzt zum ersten Mal wieder schaffen werde, das hier hinzukriegen, aber ich glaube es mal fast nicht. Okay, okay, das passt. Das passt auch. Das passt nicht.
Okay, jetzt war ich zu nervös, da die richtige Höhe da zu kriegen. Naja, egal. Hier genutzt. Denke ich, der safeste Spot hier, wenn man einfach in der Ecke steht. Zehntausend Punkte natürlich noch mitnehmen. Ein Nachteil, wenn man springt, man hat halt eine relativ lange Zeit, wo man in der Luft ist und sozusagen in dem Moment, wo man losgesprungen ist, hat man natürlich schon, sagen wir mal, vorgegeben, wo man in den nächsten, was weiß ich, 120 Frames sich befinden wird. Also das ist im Prinzip ähnlich wie bei Kampfspielen. Zumindest wenn man keinen Dive Kick hat. Sehr weit unten, obwohl in der Mitte stand. Dann bleiben wir hier lieber oben. Naja, hab ich gerade eben nächstes Leben bekommen. Ach, bei den kleinen Gebäuden hier denke ich, ja, jetzt müssten mehr Gegner kommen.
Schauen, ob wir diesmal wieder ein paar gute Gegenstände erwischen hier. Ja, 2 Goldbars und ein Diamond. Ich denke, er hat schon mal 4 bekommen. Keine Unwortbarkeit hier bekommen, aber gut. Ja. Also das hat er jetzt wirklich perfekt getimed hier. Schon mal rückwärts springen, geht natürlich nicht aus. Ja, wenn wir hier natürlich alle in die Ecke bekommen hätten, ist eigentlich perfekt gewesen. Müssen wir es halt andersrum machen. Und man denkt, das ist noch nicht das Ende hier. Gerade gefragt, wo die anderen Hollywoods gewesen sind, die eigentlich sonst immer diese Bomben mehr schmeißen. Kann wahrscheinlich irgendwie übersprungen. We'll be right back.
Ja. Ich habe auf uns gewartet hier. Komm mal lieber hervor. Okay. Was kam? Sorry, müssen wir ein bisschen Zusatzschaden hier reinkriegen. Das ist eine der, sag mal, relativ wenigen Stellen im Spiel, wo Mike wirklich mal einen Vorteil hat, weil er kann ihn ja relativ gut werfen. Der andere Charakter ist ja relativ schwer, weil er sofort aus diesem Griff eben raushupft. Wie man sieht. Ja, man kann sich auch ohne Werfen zu schaffen. Okay. Soll es doch gewesen sein. Ja, also der Playthrough war jetzt doch, hat sich doch relativ leicht dann auch angefühlt. Natürlich auch den Unterschied. Ich habe es jetzt mittlerweile natürlich auch schon 3-4 Mal wieder gespielt. Jetzt war heute auf diesen noch etwas höheren Schwierigkeitsgrad, aber nichtsdestotrotz, wenn man dann wieder ein bisschen drin ist und weiß, wo die Gegner herkommen und so weiter, das macht natürlich schon viel aus. Und ja, das würde ich, denke ich mal, demnächst wirklich mal so als so einen kleinen Challenge-Run oder sowas machen, dass wir dort halt wirklich mit diesen 0 extra Leben, also einen normalen Leben nur anfangen, mit Extends natürlich, sonst wird es ein bisschen zu verrückt. Und ja, mal schauen, ob wir da durchkommen oder vielleicht mal sowas machen mit 2 oder 3 Charakteren in Folge, ohne zu, dort mit quasi einen Credit hinzukommen. Mal schauen. We'll be right back.
Nur Platz 3. Also es liegt ja auch einfach daran, dass er so viel Schaden macht und dann braucht er natürlich wesentlich weniger Angriffe, um die Gegner zu besiegen. Nun gut, aber das wäre auf jeden Fall mal für heute dieser Playthrough gewesen. Sollen wir das an der Stelle dann auch mal reichen? Ja, erstmal zufrieden. Na, für höchsten Schwierigkeitsgrade, wie schon gesagt, haben wir natürlich jetzt auch den stärksten Charakter im Spiel im Prinzip auch genommen. Von daher ist das halt nochmal so ein bisschen so eine Frage, wie wir das vielleicht demnächst dann mal aufziehen. Irgendwas werde ich mir das sicherlich nochmal einfallen lassen. Nun gut, aber an der Stelle würde ich erstmal soweit sagen. Bis dahin.